So, hallo meine lieben Freunde, da bin ich mal wieder. Es ist so kurz vor 8 und eigentlich gleich Zeit für die Tagesschau. Daran haben wir uns ja alle gewöhnt. Ja, vielleicht machen wir einfach jeden Tag eine gemeinsame Tagesschau. Wäre ja vielleicht eine ganz coole Idee. Also, worauf freut man sich jeden Tag? Das mag unterschiedlich sein, individuell verschieden. Ich freue mich jeden Tag auf die neuen Begegnungen, die neuen Menschen, die ich kennenlernen darf und die irgendwie, sagen wir mal, naja, gedanklich mit mir auf einem Level liegen und die einfach Spaß daran haben, im Rahmen eines Netzwerkes sich mit ihren ganz individuellen Kompetenzen einzubringen. So, und so war auch das heute wieder ein schöner Tag. Ich bin heute durch mein geliebtes Gotha gewalkt oder gelaufen und habe mir, ja, diesen und jenen angeschaut und mit diesem und jenem geredet. Ich hatte zwei sehr nette Kontakte heute. Das eine war ein Ex-Berufskollege, ein Ex-Bauingenieur, der ja, seit geraumer Zeit als Leierkastenmann durch Thüringen tourt und einfach Spaß hat, den Leuten Freude zu bereiten und der damit ganz offensichtlich nicht nur seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, sondern eben auch wirklich ja, Befriedigung durch seine Arbeit erfährt. Also, das war Punkt 1. Punkt 2 oder Begegnung 2, das war eine junge Dame aus, ja, aus Nordrhein-Westfalen, die seit einiger Zeit in Gotha lebt und im Rahmen einer Suchtberatungsstelle Menschen jeden Alters hilft mit ihrer Qualifikation als Pädagogin, Suchtpädagogin, ja, irgendwie auf die Schiene zu helfen für den Fall, dass man da einmal heruntergehüpft ist. Kann ja mal passieren, wenn man mit etwas zu viel Elan in die Kurve geht, dass man da mal rausspringt. So, das Thema war bei uns eigentlich heute mehr oder weniger, eigentlich weniger die Sachen der Essstörung, ne? Den Leuten, die so wenig essen oder die meinen, wenig essen zu müssen, weil es einfach schick ist, dünn zu sein oder die dann krank werden dadurch. Und naja, aber irgendwie sind wir ja von diesem Thema ganz schnell auf mein Thema, was eigentlich unser Thema ist, gekommen. Ja, als gesunden Menschen kann ein gesundes Gemeinwesen erwachsen, also eine gesunde Familie, gesundes Dorf, gesunde Stadt, gesunde Region. Das war eigentlich der Kern dessen, was wir besprochen haben. Da gab es eigentlich Konsens. Ja, und dann sagen wir einfach mal, wir müssen mal wieder über gesunde Lebensweisen nachdenken. Das hat jetzt nichts mit Religion oder ähnlichen Dingen zu tun. Einfach wirklich mal ganz natürlich an die Sachen gehen. Was braucht ein Mensch jeden Tag, um sich gut zu fühlen, also mental als auch rein bio-logisch. So, das war unser Thema heute. Da werde ich auch dranbleiben. Und jetzt ist es gleich 20 Uhr, sondern ein paar Minuten Zeit, 2 Minuten. Würde ich sagen, schaut ruhig mal rein in die Tagesschau, blendet möglichst die schlechten Nachrichten aus, die fallen, die greifen unsere Magenschleimhaut an, das muss nicht sein. Und schaut euch, ja, was weiß ich, irgendwelche Fernsehspiele an, die euch halt Spaß machen. Die findet man ja heute im Internet ganz nach Geschmack. So, das war der Fazit des Tages. Und ich verbleibe wie immer aus New Gotha City, euer lieber alter Diddy. So, jetzt ist Schluss. Na, genau, 20 Uhr. Mal sehen, ob das klappt. Einfach mal gucken hier auf die Uhr und dann drücke ich auf Stop.